Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten Fallen-Floodgates, die es gibt aktuell. Und mal wieder sind nur erlaubte Karten auf der Liste zugelassen, sowie nur TCG-Karten. Also OCG-Floodgates sind hier nicht gesucht. Und ich musste mich für diese Liste etwas einschränken in der Definition, denn es gab eine Menge Fallenkarten, die theoretisch den Gegner behindert haben, aber die waren keine richtigen Floodgates. Sowas wie Dimensionsbarriere ist in meinen Augen einfach kein richtiges Floodgate. Deswegen habe ich mich entschieden für diese Liste hier, dass nur permanente Fallenkarten auf der Liste auftauchen dürfen, die den Gegner quasi permanent behindern, ja? Und das ist, denke ich, eine gute Definition gewesen, denn somit konnte man eine ganz gute Liste aufstellen mit 10 Karten. Und wie immer ist die gesamte Liste rein subjektiv, das heißt, wenn euch Karten auf der Liste nicht gefallen haben oder wenn eure Liste anders aussehen würde, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann können wir da gerne drüber diskutieren. Und am Ende des Videos werde ich wie immer die nächste Liste ankündigen, sodass ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit Platz 10. Und der 10. Platz geht für mich an die Karte Kaiserliche Eisenmauer, die echt gut ist zu einigen Zeiten in Yu-Gi-Oh!, aber halt nicht immer. Und da kommen wir auch schon direkt zu einem Problem, das ich halt hatte mit der Liste. Es gibt einige Floodgates, die jetzt gerade sehr, sehr gut sind, die aber in Zukunft wieder schwächer werden. Und es gibt Floodgates, die jetzt gerade scheiße sind, obwohl sie eigentlich so gut wie immer richtig nice sind, ja. Und sowas haben wir hier mal wieder. Kaiserliche Eisenmauer ist eigentlich aktuell nicht so krass, aber halt insgesamt in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Gesehen eine durchaus sehr solide Floodgate-Karte, die auf jeden Fall in die Top 10 reingehört. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, Karten, die aktuell richtig gehypt sind in der Meta, bekommen einen kleinen Push auf der Liste, aber es reicht nicht, wenn man nur kurzzeitig gut war, sondern man muss kontinuierlich eine gute Leistung gezeigt haben als Floodgate für diese Liste, weil sonst wäre das Ganze hier ziemlich willkürlich und komisch und nur so kann ich das Ganze vernünftig listen. Und deswegen packt es die Kaiserliche Eisenmauer hier noch rein, denn die Karte war teilweise ein sehr gutes Floodgate, vor allem gegen Cosmo, denn die ganzen Schiffe konnten sich dann nicht banishen, um neue zu holen. Das war extrem stark gegen Cosmo sogar. Und generell, Karten banishen wird für diverse Themendecks immer wichtiger heutzutage. Die Banish Zone ist mittlerweile schon fast so relevant geworden wie der Friedhof in vielen Decks und deswegen muss man halt wirklich sagen, dass die Kaiserliche Eisenmauer ein sehr starkes Floodgate ist und ein verdienter Platz 10 ist auf jeden Fall drin. Wer es allerdings nicht reingeschafft hat, ist die Karte Lichteinsperrender Spiegel sowie der Schatteneinsperrende Spiegel, denn die beiden Karten sind leider nicht ganz gut genug gewesen für die Liste, es war aber sehr eng. Also man kann wirklich sagen, okay, man hätte auch anstelle von Kaiserliche Eisenmauer die beiden Spiegel reinnehmen können. Die sind bei mir auf Platz 11 und 12 quasi. Kommen wir nun zu einer Karte, die ich nur sehr schwer listen konnte, weil sie eine sehr, sehr große direkte Konkurrenz besitzt. Und zwar ein anderes Floodgate, was jetzt gleich noch kommt. Und zwar die Karte Rivalität der Kriegsherren, die quasi jeden Spieler auf einen Monstertypen lockt, was sehr, sehr gut ist. Und das outet halt verschiedene Decks, beispielsweise World Chalice. Ein aktuell sehr gutes Deck, wird dadurch ziemlich hart geoutet, weil die halt sehr viele verschiedene Typen und Eigenschaften besitzen. Und ich denke, dass diese Karte dadurch halt aktuell eine gewisse Relevanz hat. Sie ist generell in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Immer eine gute Karte gewesen. Und ich sehe es nicht ein, die Karte unter die Eisenmauer zu setzen, deswegen in meinen Augen ein verdienter Platz 9. Allerdings hat sie halt wie gesagt direkte Konkurrenz, die ich noch minimal besser finde, allerdings sind die fast gleich gut. Die Rede ist dabei natürlich von Gozenmatch und Gozenmatch macht quasi genau das gleiche wie die Rivalität, nur dass sie quasi nicht auf einen Typen lockt, beide Spieler, sondern auf eine Eigenschaft. Und ich denke einfach, dass man sich wesentlich einfacher auf eine Eigenschaft beschränken kann als auf einen Typen. Und deswegen glaube ich, dass Gozenmatch insgesamt minimal besser ist. Es ist aber wirklich sehr, sehr weit hergeholt, diese Begründung. Ich denke, man kann die auch genauso gut andersrum listen oder auch auf einen Platz setzen. Ich denke mal, die sind nahezu gleich gut, aber ich wollte es mir nicht zu einfach machen. Eure Meinung würde ich da gerne mal hören in den Kommentaren. Aber ich denke, die sind auf jeden Fall beide deutlich besser als die Eisenmauer. Deswegen, ja, Platz 8 und Platz 9. Noch krasser ist in meinen Augen allerdings die Karte Fehler, denn die kann quasi verhindern, dass beide Spieler Karten searchen können. Und das ist halt eine sehr, sehr starke Karte, die man First Turn hinlegen kann. Man kann nämlich beispielsweise seinen Zug starten, nachdem man gesided hat und weiß, dass man First geht, dann alles suchen, was man suchen möchte und dann einfach Fehler aktivieren und dann darf der Gegner in seiner Runde nichts mehr suchen und kann wahrscheinlich dann das Game aufgeben, weil er einfach nicht in seine Plays reinkommt. Und das ist eine sehr, sehr starke Sache. Natürlich ist die Karte ziemlich scheiße, wenn man Second geht, aber nach dem Siden darf man das ja oft bestimmen, ja? Je nachdem, ob man gewonnen oder verloren hat. Und deswegen kann man Fehler durchaus sehr gut einsetzen. Und sie war auch in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Durchaus häufig eine sehr gute Karte, beispielsweise im Necrotz-Format, wo Necrotz geruled hat, war Fehler eine richtig geile Floodgate-Karte.
Und ich denke einfach, dass wir noch häufig was von dem guten Mistake hören werden. Auch in der jetzigen Meta ist diese Karte durchaus nicht übel. Und ich denke mal, sie hat auf jeden Fall den Platz verdient über Gozen Match und der Rivalität. Vor allem, weil man sie auch quasi in jedem Deck benutzen kann. Man muss sie halt nur richtig anwenden und man darf sie meistens nicht im Main Deck spielen. Das geht häufig nach hinten los. Kommen wir jetzt mal zu einer Karte, die ich persönlich extrem schön finde in diversen Anti-Decks, die halt selbst wenig specialen wollen. Vor allem in so Decks wie Yosenyu kann man die Karte echt gut spielen oder in Clefor. Nämlich einmal aussetzen, eine weitere permanente Fallenkarte, die dafür sorgt, dass alle spezialbeschworene Monster erstmal für eine Runde in Death gedreht werden und ihre Effekte verlieren. Und das kann einfach sehr, sehr viele Decks extrem ausbremsen, während es euch selbst aber kaum stört, weil ihr halt diese Anti-Decks spielt. Und deswegen glaube ich, dass Lose Turn durchaus eine sehr, sehr starke Floodgate-Karte ist, die man in richtig vielen verschiedenen Anti-Decks spielen kann. Und ich glaube, dass diese Karte ein heftigeres Out ist gegen viele Decks, als halt Mistake. Denn die Sache ist, es kann passieren, dass der Gegner die Searches gar nicht unbedingt nötig hat, weil er bereits die richtigen Plays in der Hand hat, ja? Und dann kann Mistake relativ schwach kommen. Aber Lose Turn wird meistens durchaus einen guten Job machen und deswegen ein vorsichtiger Platz 6. Man könnte die Karte noch etwas höher platzieren, aber das ist dann wirklich ein Streitthema. Aber ich denke, den Platz 6 hat die Karte durchaus schon verdient. Ist eine sehr gute Karte in halt verschiedenen Anti-Decks, die ohne so eine Karte vielleicht irgendwann outplust werden könnten. Denn nur mit Normal Summons gegen die ganze Special Summon Flut des Gegners anzukommen, kann auf jeden Fall ein Problem werden. Kommen wir nun zu der Karte, die eine Menge Leute auf Platz 1 vorgeschlagen hatten in den Kommentaren. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, nein, das hat sie nicht ganz verdient. Denn Kräfteraum ist zwar eine extrem starke Floodgate-Karte, die sämtliche Effekte negiert, aber Leute, sie ist leider oft eine zu gute Floodgate-Karte. Und deswegen kann man sie in fast keinem Deck spielen. Denn Effekte braucht ihr halt normalerweise selbst. Und dieses Problem haben wir halt hier jetzt, ja? Klar, man kann die Karte sehr gut in Decks spielen, wie beispielsweise Clefor, die keine Effekte brauchen. Aber wenn man sich dann mal ein paar andere Decks anschaut, die halt Anti sind, da wird das schon problematischer. Beispielsweise in Yosenyu, ja? Lose Turn kann man da drin spielen, aber naja, Skill Drain nicht so ganz. Also auch wenn Kräfteraum einen durchaus viel stärkeren Anti-Effekt hat als beispielsweise Lose Turn, kann ich die Karte nicht wesentlich höher platzieren, weil sie halt einfach ein wesentlich kleineres Einsatzgebiet hat. Und deswegen hier ein etwas unsicherer Platz 5. Man könnte die Karte höher platzieren, ja, niedriger eher nicht, aber es ist halt schwierig, weil wie gesagt, es gibt Floodgates, die so sehr Anti sind, dass man sie selbst nicht spielen möchte und Skill Drain gehört da häufig leider dazu und das ist hier das große Problem. Die nächste Karte ist da schon deutlich besser und zwar die Karte Maske der Beschränkung, denn die verbietet quasi, dass irgendetwas als Tribut angeboten wird. Und das ist halt extrem nice aktuell gegen True Draco Demise, denn selbst wenn man Spell oder Traps als Tribut anbieten möchte mit den True Dracos, geht das nicht. Denn hier steht eindeutig, kein Spieler kann Karten als Tribut anbieten, nicht Monster. Und das macht die Karte so unfassbar gut in aktuellen Side-Decks und deswegen ist die Karte halt aktuell sehr relevant und steht deshalb über Skill Drain auf meiner Liste heute. Und sie war auch schon damals häufig mal gut, beispielsweise gegen die guten Monarchen, die Domain-Monarchen, aber auch die Xyz-Monarchen. Da konnte man diese Karte auch sehr gut einsetzen. Also sie hat in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Häufig einiges gebracht und wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer noch eine gute Side-Deck-Option sein für verschiedene Decks. Und ich denke mal, dass man die Karte auf jeden Fall guten Gewissens auf Platz 4 platzieren kann. Es wird aber langsam relativ eng, weil die kommenden Floodgates, die jetzt noch folgen werden, sind halt schon ziemlich krass. Denn so Karten wie der Makrokosmos sind halt einfach maßlos overpowered, das muss ich keinem erzählen. Die Karte ist auf 1 limitiert und sorgt dafür, dass alle Karten gemanagt werden, die auf den Friedhof gelegt werden würden. Und es gibt so viele Decks, die ohne den Friedhof gar nicht spielen können, dass man die Karte einfach nur in die Top 3 reinnehmen muss. Die Karte ist ultra gut, war immer ultra gut und wird auch immer ultra gut sein und wahrscheinlich auch immer limitiert sein, weil die Karte ist auf 1 perfekt aufgehoben. Sie ist zwar nicht komplett unfair, man kann schon gegen sie ankommen teilweise, aber sie outet so viele gute Deckthemen. Was willst du anderes tun? Die Karte muss auf jeden Fall auf Platz 3. Es gibt aber noch zwei Karten, die ich persönlich noch etwas besser finde bei den Fallen Floodgates. Das ist aber ein enges Rennen. Und der zweite Platz geht bei mir an die Karte Antimagischer Duft und die besagt einfach, dass Zauberkarten erst gesetzt werden müssen, bevor sie aktiviert werden können. Und das sorgt dafür, dass Panel-Decks einfach einpacken können und ja, aufgeben können. Denn man kann keine Panel-Monster in die Panel-Skalen setzen, das ist verboten. Und dementsprechend, naja, kann man Panel-Decks damit komplett outen, weil die einfach gar keine Panel-Effekte hinbekommen, sie bekommen keine Scales hin.
Ja, sie können einfach so rendern. Das ist mega broken, aber auch gegen alle anderen Decks. Es ist halt mega asozial, wenn man keine Zauberkarten direkt aktivieren kann. Denn wenn ihr First geht, könnt ihr einfach so eure Zauberkarten nutzen, dann antimagische Duft aktivieren und dann darf der Gegner keine Zauberkarten nutzen. Und das kann einige Deckthemen komplett zerstören, deswegen in meinen Augen eine sehr, sehr schöne Floodgate-Karte, die man auch teilweise im Main-Deck spielen kann, weil sie einen halt einfach selbst nicht so sehr outet häufig, wie ein Makrokosmos. Also durchaus eine häufig gesehene Karte, mittlerweile auch bezahlbar, weil sie gereprintet wurde. Und ja, das ist einfach eine Karte, die musste in die Top 3 rein, die ist schon seit Jahren sehr, sehr gut. Aber es gibt noch eine Karte, die ich etwas besser finde. Und der Goldpokal geht natürlich an die Karte Kaiserlicher Befehl, was soll es auch anderes sein? Die Karte ist mega unfair, sie outet einfach alle Zauberkarten überhaupt und das permanent. Sie kann nicht, so wie jedes andere Floodgate auf der Liste, geoutet werden durch MST, Cosmic Cyclone oder Twin Fister, was sie nochmal deutlich besser macht. Und sie ist einfach unfassbar unfair. Ohne Spaß, sie hat eine Erratung bekommen und ist nach wie vor das beste Fallen-Floodgate. Das ist einfach lächerlich. Man hätte da auf jeden Fall wesentlich mehr noch nerven müssen, damit das Ganze fair wäre, weil die Karte ist nach wie vor vollkommen broken und sollte auch so nicht im Spiel existieren in meinen Augen. Das ist in meinen Augen eine Karte, die wirklich verboten werden sollte, weil sie einfach zu gut ist. Zauberkarten zu verbieten ist einfach heutzutage viel zu mächtig, weil die viel zu wichtig sind. Wenn ein Spieler loslegen kann und Zauberkarten aktivieren kann und der andere dann nicht mehr, das ist halt schon oft Game und das darf einfach nicht sein. Kaiserlicher Befehl ist mit gigantischem Abstand auf dieser Liste Platz 1 und ich denke, das kann ihm auch keiner absprechen. Ein viel zu schwaches Erratum, bestes Fallen-Floodgate, das aktuell erlaubt ist. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Top 10 Liste. Ihr wisst Bescheid, die gesamte Liste ist rein subjektiv. Das heißt, wenn euch Karten auf der Liste nicht gefallen haben oder wenn eure Liste anders aussehen würde, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und da können wir da gerne drüber reden. Und ich werde jetzt wie immer das nächste Thema für die nächste Top-Liste ankündigen. Und zwar wird das sich drehen um die 10 besten Floodgate-Monster. Sprich, irgendwelche Monster, die den Gegner permanent behindern, beziehungsweise zumindest für eine gesamte Runde oder so. Ich suche also so Karten wie Jinzo, Denko Seka oder Einbildungsunterwäldler. Da kann man auf jeden Fall einiges nennen und es wird eine spannende Liste, weil es da sehr coole Monster gibt. Und schreibt mir da auf jeden Fall wieder eure Ideen in die Kommentare, eure kompletten Listen und so weiter. Und wie immer seht ihr jetzt hier noch die Endcard. Links ist mein Gaming-Kanal verlinkt, rechts ist mein Livestream-YouTube-Kanal verlinkt, wo ich meine Livestream-Ankündigung hochlade. Und rechts seht ihr noch zwei Videos. Das obere gefällt euch laut YouTube am besten. Und das untere ist die letzte Top-Liste, die ich gemacht habe. Deswegen schaut da mal vorbei. Danke fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss.